Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge sind wir in Byzantium angekommen und haben uns direkt mal die Ellie geschnappt, die zu ihren Eltern wollte. Und dieses Mal gehen wir auch wirklich zu ihren Eltern und nicht zu irgendeinem Schnösel, der mal sagt, wie gut ich aussehe. Das weiß ich doch schon. Viel Spaß. Okay, Parvati. Wo sind deine neuen Sachen? Oh, can you believe this outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. Well, I guess that's everything then. After all this time, I just have to actually do it now. You know, there's a part Junlei's been looking for to fix up the air cyclers. They only carried them on big colony ships, like the Hope. Jetzt müssen wir auf die Hope! Du hast mir schon locker 6000 Bits aus der Tasche gezogen und jetzt soll ich dich auch noch auf ein Schiff bringen, das eine Sage ist. Naja, gut. Parvati, auch wenn du jedes einzelne Detail für sie perfekt machst, ändert das nichts an Junleis Gefühlen. Nein, jetzt ist Schluss damit, durch das ganze System zu jagen. Du kannst das nicht länger aufschieben. Ja, that sounded pretty desperate, huh? Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over. Oh, this is real scary, Captain. I'm grateful for all you done. Ja. Jetzt verzieh dich. Oh, Captain. Geh zurück zum Schiff. Sure thing, okay, nur noch du und ich. Nur noch du und ich. Okay, sprich mit Parvati auf dem Schiff. Okay, Ellie. It's your turn. I love Byzantium. Where else are you going? Billings, was? Oh, hast du einen Hut auf? Der Roboter hat einen Hut auf. Finde ich gut. Have you tried our new cocktail, sponsored by Rizzo's? One part Purple Spectrum Vodka? Ich möchte. Ich will Sachen kaufen. Trinken. Geh doch nach Hause. So, den Hut behalten wir jetzt übrigens an, solange wir noch hier sind. Der macht mich so ein bisschen schicker. Oh, guck mal. Ich schlief da. Wie süß. Halt's Maul, Flauschi. Will sie nichts zu melden. Ich hab nur den Hund angeguckt. So, wie kommen wir jetzt darüber? Aber die haben alle kleine Hundis. Wenn sie erwachsen werden, dann laufen sie hier amok und töten alle. Wäre das nicht schön? Ernsthaft, ich hätte auch da lang gehen können. Wo geht's denn hier raus? Wo bin ich? Hä? Was soll denn diese Ecke? Na gut, Ellie. Ich hab's dir versprochen, du bist dran, aber erstmal. Ich werd hier abgelenkt von allen Seiten. Alles mit der Bodenschau, das reizt mich ehrlich gesagt nicht. Posiere in verschiedenen Outfits für Celeste. Celeste muss wissen, was den Hals hier außerhalb. Also. Kopfbedeckung der folgenden Sets trägst. Rüstung und Kopfbedeckung. Ikonoklast. Da liegen noch ein paar Leichen rum. Plünderer und Spacer. Ja. Habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das offscreen. Also die Sachen sammeln und dann machen wir da die Bodenschau und dann ist gut. There's my parents' place. Smell that? Industrial grade cleaning solvent and desperation. So, Ellie, bist du bereit für eine Wiedervereinigung? Gott, sieht so gruselig aus. Übergang zu Fendil-Anwesen. Okay. Ein bisschen too much. Wir können hier nirgendwo reingehen. Die einzige offene Tür wird die hier sein.
Die anderen sehen so statisch aus, wenn die hier so wirklich begehbar aussieht. Könnte auch am Licht, könnte auch am Licht liegen. Marilyn, is that you? Lars, we certainly didn't expect to see you like this. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble. Auf den Boden spucken, schickes Zuhause. Ich werde vermutlich ein paar Sachen mitnehmen. There you go again, Captain. Always menacing, polite society. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Right? Mal sehen. Ellie, du hast deinen Standpunkt klar dargestellt. Können wir das jetzt zu Ende bringen? In der Tat, wir haben ganz Halcyons Städte gerettet und Eigentum wieder in die richtigen Hände gebracht. Diebstahl, Vandalismus, Obszönitäten, sucht es euch aus. Wir haben es allen mindestens zweimal gemacht. Yep, we're a pair of disgraceful lowlives. Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. Wir verschwinden, sobald wir dazu bereit sind. You tell him. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. Moment mal, diese Böden sind nicht hübsch. Sie sind aus hochwertigem Marmor. Nicht nur hübsch. He's right. Since when can you afford authentic Terran marble? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand, we hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. Könnt ihr ein bisschen weniger enttäuscht klingen? I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass ihr beide euch gleich für etwas entschuldigen werdet? We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather, substantial. You what? Das nenne ich mal aus Zitronen Lemon Slap machen. What vulgar company you keep, Marilyn. Well, now that I'm here, I guess you'll just have to report back that I'm very much alive and kicking. It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice. Dann erzählt ihnen, dass Ellie zurück ist. Ihr werdet das absolute Stadtgespräch werden. That's the other problem. We had to explain your disappearance somehow. We couldn't very well tell people you'd run off to become a miscreant, could we? Ich möchte euch informieren, dass Ellie jetzt eine professionelle Abtrünnige ist. Shh. Someone could hear you. We concocted a story about Celeste Jolly Curl designing a pair of 12-inch heels for you. One of a kind, naturally. That led to your tragic death when you tripped and broke your neck. It was quite the story. People were talking about it for weeks. Es ist eine wirklich witzige Geschichte, muss ich schon sagen. Hey! You're supposed to be on my side. Sorry, ist witzig. Couldn't you have at least made up a better story? Something with pirates or raptidons? And what are you gonna do now that we're here? Yes, about that. We were just about to ask you to, leave. Ich möchte sie auffliegen lassen. Quietly, if you don't mind.
Wenn ihr eure Tochter wirklich kennen würdet, wüsstet ihr, dass das Wort still nicht in ihrem Vokabular verfügbar ist. She hasn't changed a bit, I see. That's it? You just want us to disappear now? Marilyn, please. Don't cause a scene. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Ellie, aber ich bin bereit, eine Szene zu machen. Let's just get out of here, Captain. Was? Fine. I'm gone. Forever this time. Let's talk outside. Nice one! Hat sie gerade nice one gesagt? What in the void did you do? I didn't like how things went down either, but did you have to go and kill them? Mittlerweile solltest du wissen, dass ich die Dinge auf meine Weise regle. That wasn't a problem before it meant killing my folks in their own home. You're on your own now. Consider my debt to you forgotten and cancelled. Auch wenn das wohl nicht viel wert ist, aber es tut mir leid, nein, das war's. It sure better be. Now go! Das war eine Reaktion. Huch. Ach, das ist die inaktive, achso, inaktive Kamera. Ah, ich dachte immer, da steht individuelle Kamera. Nein, wir machen das nicht rückgängig. Eltern töten ist nicht nett. Also, es ist so nicht nett, dass ich das nicht mal machen würde. Nicht mal ich würde das tun. Außer sie hätte das jetzt gefeiert und hätte mir einen Kuss auf die Wange gedrückt. Hätte ich gesagt, okay, gut. Wir lassen das so. Let's talk outside. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ja, schade. Ich dachte, sie würde sich freuen, wenn ich ihr das Geschenk des Todes übergebe. Und da konnte ich sie selber auch noch nicht umbringen, weil sie einfach verschwunden ist. Can we talk? Ja, ja. Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. Das ist da eine ziemliche Achso, nee. Wie hast du dir vorgestellt, dass es ablaufen würde? Thought they'd be scandalized. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk in. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glasses and blink open-mouthed. And then? I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either the leather's fake, but the scars are real. Or, oops, did I just track awesome onto your rug? Einschüchtern? Wie wäre es mit Zeit, es euch heimzuzahlen? Und da sind jede Menge Zinsen dazu gekommen. Yeah, I'm gonna use that one day. Now, getting back to my story. Father would throw his hands up, because this would be just like me, to come back and make a big scene. Then Mother would do the old, you had us worried sick. Her eyes would be red and she'd have her fist in front of her mouth to stifle a sob. Jetzt fang nicht an, trübselig zu werden. I don't get mopey. I get mad, caustic, and discriminately aggressive. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing, you know. And I've got a reputation to maintain. Du bist tot. Das wiederum klingt vertraut. I hope you don't think I'm talking about this because I want to be introspective. Das, was mit deinen Eltern passiert ist, ist die Vergangenheit. Komm drüber hinweg. I know, I know. This whole experience is stuck in my head like a bad jingle. Just need something worse to get it out.
Du kannst etwas aus diesem Vorfall lernen. Was das ist, musst du selbst herausfinden. There, that's what I was talking about. Really, though? Can I just have a drink and punch some poor defenseless pillow instead? Anyway, I don't want to sift through this lousy experience for meaningful life lessons. I'm mad, and I want to do something about it. Something like... Wait a second. What if I could get that money? Das hatte ich die ganze Zeit schon vor. Sprich weiter. I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to cut them off. Da sollte besser ein Anteil für mich drin sein. You know me, Captain. I don't like to leave a debt unpaid. My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. Los geht's! Es klingt nach einem Plan. Solange ich Geld bekomme, bin ich glücklich. So. Finde das Büro der Versicherungsfuzis. Das kriegen wir doch hin. Haben wir eigentlich schon mal auf die Karte geguckt? Wie riesig ist das denn hier? Aber wir können nur diesen Teil hier begehen. Byzantium ist ja riesig. Auch wenn der begehbare Teil ja klein ist. Können wir eine Abkürzung machen? Schwimmt da ernsthaft Müll? Alles klar. GHIG, sicheres Postfachsystem TM. Der einzige Brief für dieses Postfach ist das, ist an das Außenbüro der Greater Halcyon Insurance Group in Fallbrook auf dem Planeten Monarch adressiert. I guess we're going to Fallbrook. Tada! You ready to get my money or what? I see you're still in one piece. However, you never know when that could change. Consider our accidentally torn into tiny fragments coverage. Note that all of your fragments must be recovered and must be smaller than a standard bit cartridge for the payouts to kick in. Ich möchte den Leistungsempfänger der Lebensversicherung von Marilyn Fenhill ändern. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Bleiben wir beim Thema. Ich will nur ihren Leistungsempfänger ändern. You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Aber wie kann ich sie ändern? Oh, you mean hypothetically? Ja. Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd theoretically add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. Nein, that would be fraud. Ja. Stimmt, das wäre Betrug. Du machst es, oder du kannst bald deine eigene Forderung stellen. Please, my policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well, I'll do it. But then you've got to go. Confrontations like this will raise my premiums. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill? If you say so. The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Alles klar. So. You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. Herzlichen Glückwunsch, Ellie. Hey, you did the real work. All I had to do was not be dead. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Hm.
von so hoher Gesinnung wie eh und je, wie ich sehe. Don't get me wrong, I'm happy to have the money too. Just don't ask me what I plan on doing with it. Mir geben. Ich brauch's. Ja, wer braucht schon einen Plan? Lass die Dinge nach und nach ergeben. If only you could have been my chief surgeon back in the day. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. 1200 Bits, ich habe mit 10.000 gerechnet, aber gut. Danke. That's one thing I appreciate about you. Things are simple, straightforward. A job's a job and that's it, right? Wenn du das sagst. Hey, I get it. If anything, I respect you more now. You know, I'm thinking I ought to find another gig once this one's all done. One where I can really work on my own. Bist du dir sicher? Easiest way to take care of myself is to work with the one person I trust the most, right? Anyway, enough chit-chat. Na gut. Das war's auch für dich. So, I... Okay. Then we'd better hope he doesn't blow himself up while we're gone. Or if he does, that he has a killer insurance policy. Das habe ich da alles für übersprungen. In either case, you should know Wells isn't the only game in town. Ja. Ja, ist gut. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht hier. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe den Anfang übersprungen. Wollte sie einfach nur loswerden. Okay, zurück nach Byzantium. Weißt du, was mich besonders ärgert? Dass ich meine Bits ausgegeben habe für meine alte Waffe. Ja. Jetzt habe ich natürlich kaum noch Bits, um die Waffe richtig stark zu machen. Achso. Durch Tüfteln verbesserte Gegenstände können maximal 5 Euro, okay, als deine eigene Stufe sein. Ah. Das heißt, ich muss jetzt selber aufleveln, damit ich auch 32 kriegen kann. Schaden pro Sekunde 600, Leute, Alter. Ich will jemanden damit erschießen. Aber wir sind jetzt gerade mitten in einem ruhigen Part. Das ärgert mich ein bisschen. Na gut. Was haben wir jetzt hier? Besuche das Vorsprechen. Das klingt doch ganz gut. So. Da ist es doch. Oh. Ich kann meine Waffe testen rein, theoretisch. Machen wir noch nicht. Wir lassen uns einfach überraschen. Oh, sind das Wassertabletten? Das sind Wassertabletten. Ich habe kaum noch Bits, ich muss ein bisschen aufpassen. Aber ich brauche das Wasser ganz dringend. Und Energy. Gab es hier noch irgendwas Besonderes? Nein. Ja, ich bin schon dabei. Vielleicht ist das so eine Art Arena oder so. Wo ich denn die Waffe testen kann. Was hat die eigentlich für ein Visier? Ah, ist okay. Great, you made it. Listen, I know you're expecting a script, but you're the real deal. Just go in there and do what feels natural. Oh, natürlich. Alles klar. We gave the other actors real weapons to keep things authentic. And because Josh is paying to see their logo on the big screen. Ich denke nicht, dass das besonders klug ist. Don't think, kid. Just act. Now go in there, find your mark, and show us what you got. Es ist eine Arena. Well, well. Here to stop us at last, Captain Steel? You're too late. All of this Settlement CNP Hungry Time food pills, same nutritional value, but now with added filler, are ours. With their patented stomach stuffing effects and baseline vitamin content, we will be nigh unstoppable. Ha, das glaubst du. Diese Kisten sind doch nur Treppen. They are? What an unexpected twist. You may have fooled me for now, but not for long. Do you remember the last time we faced each other? The Battle of Axajax, staring one another down across the void of space
while flaming debris fell like rain around us. Die Dinge, die du gerade beschrieben hast, sind wissenschaftlich unmöglich. Hey, I didn't write this. Just go with it. I had you surrounded and outgunned, but you overcame my superior numbers with tactical thinking and a Hammersmith limited edition grenade launcher. I've been waiting for 5 years now, and at last my day for vengeance has come. Oh. Einen wortlosen Zorn zum Ausdruck bringen. Yes, even you are powerless this time, Steel. I have this whole port wired with sub-micro-energon transistors. Once we're away, I'll activate the gamma particulate field and the quantuponic chain reaction will turn this whole place into vaporized plasma. Die meisten dieser Wörter sind erfunden und die echten funktionieren so nicht. And I spent 3 hours learning how to pronounce them. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death and dismemberment waivers, because this is the end for you. Endlich! You're not even taking this seriously. I refuse to work like this. I've done Aetherwave spots for Wentworth, I'll have you know. To the break room, everyone. I need my Moab fizzy tea. Cut, cut. That was interesting, kid. Real novel take. Ups. Wie? Ich möchte auf jeden Fall mehr davon sehen. Ich habe gedacht, vielleicht mag er das, aber das Geräusch dafür, dieses Pfff, hieß, das war nicht so gut. Cut! Ja, das war die Folge für heute, Leute. Take Nummer 1 war ein bisschen scheiße, habe ich mich ein bisschen schlecht entschieden, aber morgen, ne, mit Take Nummer 2, da ziehen wir es richtig durch. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ciao.